Wobei, es hat schon ein bisschen was gebracht, ne? Hier ist immer noch relativ viel Verkehr. Aber nicht mehr ganz übertrieben. Naja, gut, hier oben ist immer noch übertrieben viel Verkehr. Naja, 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 was macht denn das Gebiet hier unten? Ja, sieht doch alles bis jetzt wunderbar aus. Die haben natürlich die beste Wohnlage überhaupt, ne? Du sitzt auf der Terrasse und die Autos fahren dir sozusagen über den Tisch. Ja, so muss das natürlich irgendwie sein. Wobei, ich finde, das hat schon was, wenn man sich das mal so von Weitem anguckt, mit der Skyline da hinten. Ein bisschen Struktur ist schon drin. Ja gut, das hier bleibt auch erstmal so. Immer noch 5% arbeitslose Bürger. Und Strom brauchen wir auch schon wieder. Ha, Leute, was verbraucht ihr eigentlich alles für einen Strom, sagt mal. Ach so, ihr heizt natürlich auch schon mit Strom wieder. Dann gibt es natürlich mal eine neue Kesselstation. Irgendwo hin, wo es keinem wehtut, wo es keinen stört. So wie zum Beispiel dort. Einfach nur, damit er von da aus auch dann die Wärme da wegtransportiert. Ich glaube nämlich, dass die Leute auch mit Strom heizen gerade. Das kann man... Quatsch, falsches Fenster. Das kann man hier irgendwo... Kleinen Strom fürs Heizen. Jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Stromverbrauch. Bäm. Mal eben 200 Megawatt wieder frei und heizen hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, glaube ich. Ja, das wäre doch dann wunderbar. Ah, jetzt meckern die da plötzlich auch rum, ne? Jetzt meckern sie rum. Macht nichts, dann kriegt ihr halt alle hier... Die schönen verbreiterten Rohre. Kombinierte Wasser- und Heizungsrohre bekommt ihr dann. Und dies und dies. Und hier noch ein wenig. Hier natürlich auch. Müssen die hier hinten auch noch rummeckern eigentlich? Hatte mich auch schon gewundert, warum die keine Wärme brauchen da hinten. Hatte halt gedacht, vielleicht brauchen die Erdbetriebe keine. Haben wir einmal überall die guten Rohre. Na. Jetzt, der wollte gerade nicht einmal weiterlaufen lassen. Jetzt müsste natürlich auch dann die der Heizungsverbrauch rasant in die Höhe gehen. Jetzt so 320, ja gut, sind immer noch 80 frei, aber wir haben keine Stromprobleme mehr. Die Straßen? Genau. Hier habe ich diese Einbahnstraßen in diesem Industriegebiet. Ja.
Vielleicht sollte man hier mal komplett breite Straßen drum umlegen. Ich kann sogar noch eine Spur mit hinzufügen. War die nicht gerade noch andersrum? Jetzt weiß ich das gerade gar nicht. War die nicht andersrum? Quatsch, das war eine in alle Richtungen. So. Der hat's ja jetzt vollgebracht hier unten. Wobei, ja, doch. Das. Zumindest verteilt sich mehr auf mehrere Spuren eigentlich. Hier steht der Feuerwehr rum. Weil es dort unten brennt. Ja, das geht so nicht. Dann braucht ihr hier unten auf jeden Fall eine eigene Feuerwehr, die man mal nach dahin bauen könnte. Zum Beispiel auch so eine große ruhig, denke ich mal. Da oben hat jemand noch keine. Ah, ein einziges Haus. Haben wir davon noch mehr? Manchmal übersehe ich, glaube ich, einige von den Stellen. Die braucht natürlich Öl. Na gut, der Treibstoff-LKW könnte ja hier jemand ankommen. Das dürfte ja wenig Probleme bereiten eigentlich. Und nächstes Problem, nämlich Verschmutzung, Trinkwasserverschmutzung. Ach du heilige Kanone. Was ist denn da passiert? Das war doch vorher kein Problem. Ach herrje. Scheiße. Uiuiuiui. 30%. Macht ihr überhaupt noch was? Seid ihr überhaupt noch aktiv? Hallo? Was habe ich denn jetzt wieder mal übersehen? Gut, klar, von hier hinten, das geht natürlich auch alles nach hier vorne hin, ne? Das ist vielleicht nicht so gut. Dann sollte vielleicht lieber an dieser Stelle irgendwo mal so eine Pumpe. Heieieiei, jetzt können die doch von hier aus schon mal alles abpumpen, oder nicht? Wenn man das jetzt sagt, wir legen das Rohr hier unten auch noch so rum.
Wobei, von wo kommt das denn hier? Wie ist das denn hier unten alles so verschmutzt? Hier unten ist keinerlei Industrie. Hier dürfte das eigentlich gar nicht alles hinfließen. Es geht auf jeden Fall ganz leicht wieder zurück. Liegt jetzt bestimmt daran, dass wir erstmal gerade die Rohre ausgebaut haben. Hat sich bestimmt irgendwo was hier zurückgestaut. Um den Stau aufzulösen. Das muss eigentlich daran liegen. Dann machen wir das auch mal so, dann kann nach hier unten auch nochmal was abfließen vielleicht. Eieieiei. Bescheiden, ehrlich gesagt. Wir hatten schon mal fast 30.000 Einwohner und wir haben plus gemacht ohne Ende. Tja, 40% ist, wird eigentlich immer mehr. Oh je, die erste Krise. Ach du Scheiße. Entschuldigung für die Wortwahl, aber ist doch so. Pflastern, weil ich hier den gesamten Rand damit voll. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso mache ich das denn immer so? Nein. Ich will das doch so machen. So will ich das so hinkriegen hier. So. Jetzt aber hier, ne? Jetzt aber. Komm schon hier. Pump die Scheiße ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Krematorien-Verfügbarkeit, ne? Die Leute sterben und können nicht abtransportiert werden. Ja. Gut, dass man die irgendwann alle wieder abreißen kann später, die Krematorien. Es nimmt immer kurz ab und dann nimmt sofort wieder zu und bleibt auf 40%. Ach, Herge. Oi. Was habe ich denn da angestellt? Ach nein, der schöne Spielstand. Ach, was habe ich angestellt? Nein. Geh doch weg, du dämliche Verschmutzung. Geh doch einfach weg. Hau doch ab. Hau ab. Ach du Scheiße. Entschuldigung für die Wortwahl, aber ist doch so. Ich pflanze einfach mal die ganze Straße voller Krematorien hier. Ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ egal. Hauptsache die Toten werden erstmal abtransportiert. Wenigstens eine Sache, die man eindämmen kann. Und ansonsten, woran liegt das denn? Es war doch vorher nicht.
Hier oben ist schon wieder besser jetzt. Das kommt hier irgendwo an. Klar, hier im Industriegebiet, okay. Liegt das hier dann? Liegt das an der Kesselstation? Ich würde jetzt hier ganz gerne eigentlich diese Rohre hier abreißen, aber irgendwie lässt er mich gerade die Rohre hier nicht abreißen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das daran lag. Weil viel habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja eigentlich nur die Rohre ausgebaut. Ach du heilige Kanone, Nordheim ist gerade leer. Nordheim ist bald alles weggestorben. Aber wir haben hier noch so eine Pumpe übrig. Jetzt singt's wieder. Zum Glück, es lag echt an dieser Kesselstation, ne? 18.000 Leute. Wir hätten über 30.000, ne? Ihr könnt alle gleich zurückkommen. Also außer die gestorben sind. Ansonsten, ihr könnt alle zurückkommen. Das Wasser ist bald wieder genießbar. Oh. Was für eine. Naja, ich will es mal nicht aussprechen, ne? Ich meine, wir machen Minus ohne Ende. Wir haben gleich überhaupt kein Geld mehr. Aber die Trinkwasserverschmutzung nimmt natürlich ab. Das ist natürlich sehr schön. Mal gucken, ich muss nachher wahrscheinlich irgendwelche Kredite aufnehmen. Ach du heilige Kanone. Nein. Ich will das nicht. Ich will, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist hier in Nordheim. Aber es ist nur noch 30%. Hätte ich natürlich auch schon mal vorher drauf kommen können. Woran das lag. Habe ich aber irgendwie gerade nicht gerafft. Habe ich irgendwie gerade nicht gerafft. Nein. Bescheiden alles. Echt bescheiden möchte ich das mal ausdrücken hier. Ach du Scheiße. Ich kann mal eben kurz einmal so. Moment, nicht erschrecken. Nee. Also mehr bleibt einem dazu eigentlich gar nicht. Mehr bleibt da eigentlich gar nicht zu sagen. Also das ist. Ja, ich möchte sagen, ziemlich unangenehm jetzt. Aber es geht wieder bergauf. Es sind nur noch 27% Verschmutzung. Die Leute können alle wieder einziehen. Wir haben ja ein bisschen Nachfrage. Das dauert jetzt natürlich ein paar Jährchen, ne, bis die Stadt wieder so voll ist, wie sie jetzt ist. Warum musste mir so eine Scheiße jetzt passieren? Ach, nee, Leute. Nee. Na gut, mehr als abwarten bleibt jetzt eh nicht. Jetzt kommen dann die grünen Punkte hier. Ja, dann diese grünen Zeichen, dass die Leute, dass die Geschäfte nicht genug Kunden haben. Der ist ja alle tot. Da lebt ja auch keiner mehr von den Kunden. Die sind alle weggestorben. Ja, das ist ja die Sache. Sind alle weggestorben. Wobei, hier oben ist schon wieder gut. Hier oben ist schon wieder alles schön sauber. Jetzt kommen hier dann die nächsten Gebiete wahrscheinlich an der Reihe nach. Kann ich nachher erstmal die ganzen Pumpen wieder alle abreißen? So viele brauchen wir nicht. Nee. Ach, was für eine Scheiße.
Schön, wenn ich das dann auf YouTube hochlade, weiß ich schon ganz genau, wie ich diese Folge nenne. Ja. Aber unten in der Ecke, es ziehen wieder Leute ein. Ein Erfolg. Es ziehen wieder Leute bei uns ein. 300 haben wir plus in diesem Monat. In der Woche. Das ist natürlich wunderbar. Machen zwar kaum noch Geld, wir haben kein Geld mehr. Abflussrate, Abwasserentleerungskapazität 1,75 Millionen. 296.000 brauchen wir nur. Ja, also einfach übertrieben viel gebaut. Aus Panik einfach nur. So, wisst ihr was hier? Kredit. Weil bis wir wieder so im Positiven sind, dauert das noch ein bisschen. Was haben wir hier noch für ein Zeichen? Ach du heilige Kanone. Alles frisch angelegt, ne? Alles lief so gut. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir bestimmt auch keinen Stau. Kaum Stau. Alle Leute tot, kein Stau. Ey. Das ist doch super. Bestimmt nutzt auch gerade keiner unsere Bahn. Ja, woher wusste ich das bloß? Hauptsache die Touristen kommen. Alle Leute in der Stadt sterben, aber die Touristen kommen. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Eieiei, 10% arbeitslose Bürger. Jetzt ernsthaft? Es ist kaum noch welche da. Ja, wir haben 20.000 Leute ungefähr jetzt. Oben steht, wir haben 13.000 freie Arbeitsstellen. Und nur 9.000 angestellte Bürger. Also 4.000 könnten noch wohin. Ist ja alles wieder leer. Das Industriegebiet da oben, ne, war gerade so weit, dass es sich erholt hatte. Nein. Es müssen erstmal alle Leute einfach sterben. Scheiße. Entschuldigung. Ist aber so. Ist einfach so. Wobei, jetzt, mittlerweile sind die ganz viele auch einfach nur krank. Das heißt, sie kommen auch einfach dann wieder. Aber viele sind halt wirklich auch gestorben. Wenn man sich das mal anguckt hier gerade, waren ganz, ganz viele ja auch gestorben. Ich weiß gar nicht, kann man das nicht irgendwo nachgucken? Also kranke Bürger, wir haben überhaupt keine Kapazitäten dafür. Bestattungswesen. Ja, mittlerweile geht's, aber die kamen ja eben schon nicht hinterher. Gesundheitswesen. Wie wär's mit... Na, hier unten habt gar nichts, ne? Das ist natürlich auch etwas doof. Gucken, ob noch jemand keinen Zugang dazu hat. Alle anderen müssen aber eigentlich prinzipiell Zugang zu Gesundheit haben. Die Kapazitäten sind natürlich trotzdem nicht da, aber sie können alle drei nach mal hingehen. Möglichst noch bevor sie sterben. Und die Züge fahren hier ganz gemütlich durch die Gegend, fahren hier links und rechts und kreuz und quer. Hauptsache die Züge fahren. Solange die Züge fahren, ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles wunderbar. Das heißt, Nordheim lebt noch. 123 bediente Passagiere. Hier waren sie nicht. Hier waren sie auch nicht. Eieieiei. Ich möchte jetzt eigentlich so ungern diese City Skylines Reihe oder Folge, Stream, wie auch immer, beenden. Eigentlich ungern so. Ich habe ja gesagt, ab 21 Uhr mache ich Far Cry Primal. Ja. Ich glaube, ich warte mal noch mal ein bisschen. Ich lasse mir einfach schnell auf. Und naja, man sieht ja, die Einwohnerzahl steigt wieder. Ist doch alles. Ja. Hm.
Wobei, trotzdem ist jetzt hier ganz viel gebaut worden. Trotzdem ist jetzt dieses Gebiet hier unten schon ziemlich ausgebaut. Die Leute sind zwar alle krank und viele sterben auch, aber sie bauen. Steht ganz viel leer, wir bauen neu. Dazu mal ein bisschen hier oben die Tweets. Heißt ja nicht, hallo? Jobs lesen. Herzlichen Glückwunsch an uns alle, Bürgermeister. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass unsere schöne Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Na klar, also ich sag mal so. Es ist immer sehr attraktiv für Städte, wenn die Abwasser verschmutzt sind und nicht genug Krankenhäuser da sind. Es ist immer sehr attraktiv für eine Stadt. Noch dazu ziemlich hoher Leerstand und viele Tote. Das ist immer gut. Natürlich haben wir das gewonnen. Bevor ich in diese Stadt gezogen bin, nach ich gelegentlich ein... Hä? Nochmal, bevor ich in diese Stadt gezogen bin, nach ich gelegentlich ein... Hashtag Aspirin. Jetzt muss ich täglich 12 verschiedene Medikamente einnehmen. Kurze Frage. Was ist denn das für ein Satz? Die Polizei bietet kleine Lagerräume, ja. Silber war das neue Schwarz, jetzt ist Orange das neue Schwarz. Hashtag Orange ist Schwarz, at Catwalk. Vorsicht, Wasserwerke, den Bürgern wird geraten, kein Leitungswasser zu trinken oder zu duschen, da im städtischen Wassernetzwerk eine Mikrobenflora gefunden wurde. Wen soll ich anrufen, wenn niemand kommt, um die Toten abzuholen? Es kommt. Stück für Stück werden alle Toten abtransportiert. Ich habe jetzt schon seit über 2 Wochen Kopfschmerzen und Schmerzmittel helfen mir nicht. Ich glaube, ich sollte einen Arzt anrufen. Aber mittlerweile machen wir nur noch 2000 minus. Haben noch Nachfrage an Wohngebiet. Das heißt, die Leute können dann, ne, immer schön ein bisschen was machen. Ich mach mal Folgendes. Einfach mal nur so eben. Brauche ich mal nach hier noch so ein Krankenhaus. Das passt natürlich nicht. Ja, ist doch gut. Dann vielleicht nach dahin im Krankenhaus? Dann eben nicht? Dann eben nicht? Mann, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Machen wir es halt so, damit wir da eins dann bauen können wenigstens. So. Kriegen die alle schon mal eins? Ihr hier bekommt auch einfach noch mal eins. Irgendwo, wo man vielleicht gerade Platz hat und wo es keinen stört. Haben wir schon mal wenigstens 1300 Heilungskapazität. Das ist echt nur 100? 500 Kapazität. Nein, das Geld! Ich habe nicht aufs Geld geachtet! Nein! Nein! Scheiße auch. Nein. Was macht denn eigentlich das Wasser? Nur noch 8%. Yeah. Yeah. Also Leute, strömt zurück in diese Stadt. Das Wasser ist gleich wieder sauber. Das hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
aber wir machen Plus. Sowohl an Einwohnern als auch an Geld. Ach nein, Leute. Es hätte alles so gut werden können. Es hätte alles so gut werden können. Naja. Ich mache mal eine kurze Streampause. Also der Stream läuft weiter. Na? Ich werde dann nur praktisch einmal eben kurz wieder auf den anderen Bildschirm switchen. Das dürfte dieser hier sein. Ja, er ist es. Ich werde einmal auf diesen Bildschirm wechseln. Weil dann beende ich damit die Skylines für heute. Und würde nämlich dann gleich mit Far Cry Primal anfangen. Würde nur vorher einmal ganz kurz eine kleine Pause einlegen. Aus diversen Gründen. Außerdem möchte ich einmal gucken, ja, ich werde den Stream doch einmal kurz beenden und gucken, ob der das alles auch wirklich so gemacht hat, wie ich das wollte. Wenn nicht, ist eh zu spät. Aber vielleicht kann ich dann für die Skylines wenigstens dann noch retten. Nein. Für, Far Cry Primal. Ich sage mal, bis gleich. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Far Cry Primal. Ich melde mich so in ungefähr, sagen wir mal, 2, 3, 4 Minuten wieder. Bis dann!